Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute seht ihr mich wieder nicht, weil heute mein Gammeltag ist. Und wir müssen heute nur ein paar Schritte wieder verfolgen. Ein neues Kochvideo von mir. Und zwar nenne ich das Rezept, könnte man es nennen? Ich sage immer dazu armes Gulasch oder so, weil im Prinzip ist es ungefähr das, nur in billigerer Form. Und wenn man kein Gulasch hat und auch weniger Zeit hat. Jetzt zeige ich euch mal, was wir dazu alles benötigen. Ich brauche dafür 500 Gramm Hackfleisch. So ein Dreierpack Paprika, dann eine Alternative, hier so ein Schnittlauch, ich habe es nur in Trockenform, weil ich das in frischer Form eigentlich für mich sich nicht lohnt zu kaufen, es verwelkt dann immer. Zwei Zwiebeln, dann brauche ich, falsch rum, hier diese klare Fleischsuppe Würfel, dann habe ich hier so ein Gewürz, so ein Gulaschgewürz, es ist keine Fertigmischung wohlgemerkt, das sind nur... Es ist halt eine Gewürzmischung, die gibt es zum Beispiel auf der Messe oder so bei uns zu kaufen. Da gibt es immer so einen Stand. Salz, Pfeffer und Curry. Rapsöl oder irgendein Öl, was ihr habt. Dann einen halben Liter heißes Wasser, was bei mir jetzt hier schon aufkocht in dem Wasserkocher. Und 500 Gramm Nudeln. Dazu, wenn wir uns mal rüberschwenken, eine Pfanne, einen Topf mit Salzwasser, was gerade anfängt zu kochen. Und dann können wir auch schon starten. Als ersten Schritt bringt euer... separates Wasser mit ein bisschen Salz zum Kochen auf höchster Stufe. Dann könnt ihr die zwei Zwiebeln erstmal schälen und gleich in kleine Würfel schneiden. Und euer Wasser sollte schon mal aufkochen. Wenn das Wasser aufgekocht ist, füllt es in einen hitzebeständigen Behälter. Das Öl könnt ihr übrigens auch schon mal in die Pfanne geben und heiß werden lassen. Und jetzt nehmt ihr diesen so einen Würfel, gebt den hier rein und dann nehmt ihr einfach einen Schneebesen. Und lasst den einfach in sich auflösen. Zwiebeln in die Pfanne geben und dann ein kleines Weilchen, glasig anbraten. Es macht übrigens nicht, wenn die Stücke doch ein bisschen größer sind als gesagt oder getan. Die geben dann ab und zu, beziehungsweise geben die dann noch besser den Saft ab. So, wenn das Wasser dann hier völlig aufgekocht hat, könnt ihr eure Nudeln jetzt ins Wasser geben. Ich nehme jetzt hier aus dem Lidl solche gedrehten Teile irgendwie. Und wir nehmen den ganzen Beutel, weil wir haben ja alle viel Hunger, und kippen ihn rein. In der Zeit, oh, Kabel weg, sonst gibt es gleich einen Brand, nehme ich mir jetzt schon in der Zeit schon mal die ganzen Paprikas, habe die natürlich gewaschen, entschneide sie, entspeise sie, irgendwas. Also schneide das ganze Zeug halt raus und schneide sie in so mundgerechte Stückchen. Dabei ist es mir egal, das eine kann kleiner, das andere kann größer sein, schnurz egal. Hauptsache ihr macht die drei klein. Wenn die Zwiebeln jetzt anfangen, so leicht bräunlich zu werden, geben wir einfach unser Hackfleisch jetzt einfach mal hinzu. So viel zum Thema hinzugeben. Hier ist noch so eine Folie, die nicht vergessen abzunehmen. Wer will, kann natürlich viel Frischeres benutzen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendein Gammelfleisch nehme oder so. Es geht mir nur darum, es gibt das ja auch abgepackt. Für mich ist das einfacher, es zu besorgen. Ich komme nicht in so ein großes Geschäft, deswegen nehme ich es fest. Und schön gut verteilen. Und brate das von allen Seiten gut an. Das müsst ihr, also was anderes müsst ihr die nächsten paar Minuten gar nicht machen. So, wenn das Ganze dann bei euch ungefähr so aussieht, dass das Hackfleisch jetzt schön braun so oder durchgebrutzelt ist, sagen wir es mal so, kommen wir zum nächsten Schritt. Ihr solltet jetzt drauf gucken, dass eure ganzen Haustiere aus der Küche draußen sind, sonst habt ihr nicht außenrum zu tun. Und jetzt sehen wir einfach unseren Paprika, geben ihn dazu. Und braten den Ganzen einfach ein bisschen mit an. Nicht zu lange, weil es soll ja nicht angebrutzelt werden. Es soll auch möglichst noch seine ganzen Vitamine enthalten lassen. Wer kein Paprika mag, kann natürlich von mir aus auch Möhren also was reinmachen. Also ihr könnt eigentlich alles an Gemüse reinmachen, wenn ihr das jetzt so mögt oder so. So, und vom Würzen her Salz und Pfeffer. Davon kann es ruhig genug werden. Also zu wenig ist in dem Fall... nicht so optimal, es wird ein ziemlich würziges Puder, sage ich euch gleich im Vorfeld. So, Curry. Curry, von dem Curry einfach nicht zu viel nehmen. Das ist nur für diese besondere Geschmacksnote, die ihr später herausschmecken werdet. Das ist zumindest mein Fall, man kann es auch weglassen, das ist kein Thema. So, wie gesagt, das Ganze jetzt ein bisschen anbraten lassen und dann kommen wir gleich zu unserem nächsten Schritt. So, wenn das Ganze bei euch dann ein bisschen angebrutzelt ist, nehmen wir jetzt einfach hier unser aufgekochten Brühe-Ding ins Bums und geben diesen ganzen halben Liter jetzt einfach rein, sodass unser Gemüse
ankochen bzw. dünsten kann, weil das wird schon ein bisschen verdünsten. Da kümmern wir, kümmern wir uns dann aber auch gleich drum. Also erstmal so schön reingeben. So, und was wir direkt machen können von dieser Gewürzmischung von Gulasch, die kriegt ihr eigentlich überall. Nur von diesem Fertigzeug, was ihr dann im Supermarkt findet, davon würde ich abraten, weil da so viel Glutamat drin ist. Das ist super eklig. So, und dann nehmen wir und so gestrichene Esslöffel. Ich nehme jetzt mal, ich mache das immer nach Gefühl, ich kann es euch nicht sagen. Einer, ich mag sehr würzig, ja, auf jeden Fall noch einen zweiten, machen wir noch einen dritten hinzu, warum nicht? So, prima. So, das Ganze köchelt natürlich jetzt so ein bisschen rot auf. In der Zeit können wir gerne von unserem Schnittlauch oder was ihr auch immer zu Hause habt, an Gewürz, wenn man es dann nochmal aufkriegt, ranmachen. Es muss nicht dran sein. Ihr könnt das Rezept natürlich auf euch, leck mich, du Scheißteil, auf euch, Entschuldigung, auf euch individualisieren. So. Ich mag das halt, wenn hier so ein bisschen gefakte, Scheiße, wenn so ein bisschen gefakte Schnittlauch mit drin ist. Fuck. Fuck, 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 so. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen gesünder aus, meiner Meinung nach. Das hat natürlich nicht den Effekt, aber wen interessiert, Hauptsache es sieht gesünder aus, ne? Noch ein bisschen, jawohl. Sehr gut. Was ich vergessen habe zu sagen, bei den Zutaten. Sorry, das kam mir jetzt erst gerade, das habe ich vergessen rauszustellen. Wir brauchen jetzt gleich noch so einen Soßenbinder. Also ich nehme jetzt so einen billigen hier aus Penny oder so. Wichtig ist für dunkle Soßen und der ist halt geschmacksneutral. Dazu geben wir halt einfach gleich ein bisschen dazu, wenn das Gemüse jetzt an sich noch weicher geworden ist. Also das jetzt noch nicht machen, sondern wir warten jetzt erst. Ihr müsst ja zwischendurch mal gucken, wie weit eure Paprika ist, dass die so bissfest bis weich ist. So, dann kocht eure Pasta am besten al dente im besten Fall, kriegt ihr die hin. Und bitte nicht mit Wasser abschrecken, sondern einfach nur abtropfen lassen und später nur einen ganz kleinen Schuss Öl hinzugeben, dass die nicht so fest aneinander kleben. Und dann sind sie gut, meiner Meinung nach. So, normalerweise müssten wir jetzt noch eine Prise Zucker reinmachen oder so, da bin ich aber nicht mal der Fan von. Stattdessen nehme ich jetzt einfach so ein bisschen, oh ja, voll originale Heinz, habe ich von Heinz gesponsert bekommen, übrigens Tomato-Ketchup und ja, alles klar. Nehme ich jetzt einfach so ein bisschen Ketchup und halt so einmal rum, weil da ja auch so Zucker mit drin ist. Es geht dann wirklich nur um den Geschmack, mehr eigentlich nicht. Es darf auch nicht zu viel sein. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo unser Soßenbinder reinkommt. Ich mache das immer so, dass ich immer nur ein bisschen hinzugebe. Das sieht ein bisschen eklig aus, aber hilft. Und wir brauchen ja eine dickere Soße, also sonst schmeckt das Ganze hier total nach Wasser. Und das ist nicht unser Ziel. Und das machen wir jetzt immer so lange, bis uns das dick genug ist. Und dabei bitte nicht zu viel reingeben, sonst wuppdiwupps habt ihr da quasi eine Schuhpaste oder irgendwie sowas hergestellt. Ja, das wollen wir nicht. So, seht ihr? Das ist genau das, was ich haben will. So, das Ganze jetzt noch ein bisschen aufkochen lassen. Das stickt dann jetzt von selber noch ein bisschen. Einfach jetzt noch nach abschmecken, wie ihr wollt, mit euren Gewürzen, wie da hinten gesagt. Das müsst ihr jetzt an sich rausfinden, wie ihr das haben wollt. Mehr scharf, mehr salzig, wie auch immer. Und dann ist es eigentlich schon fertig. So, das wäre es dann. Ich zeige es euch jetzt noch mal im Licht. Das ist mein Rezept. Ich sage immer, für armes Gulasch, für billiges Gulasch, wie auch immer. Es ist nicht für arme Leute gedacht, aber Gulasch ist meistens immer sehr teuer, deswegen kaufe ich es nicht immer. Und das hier, es schmeckt nach Gulasch, es sieht nur nicht danach aus und es schont den Geldbeutel ein bisschen. So, meine Lieben, ich freue mich, wenn euch das Video wieder gefallen hat, wenn ihr wieder neue Anregungen habt für neue Rezepte. Das sind ja hier immer meine, die ich immer so im Laufe der letzten paar Jahre angefangen habe, mir anzueignen. Erfunden, wie auch immer, oder ob es hier auf YouTube ist, gibt es mir scheißegal, Hauptsache ich habe es gemacht. Beziehungsweise, ihr freut euch darüber und findet vielleicht neue Inspiration of the Cooking. So, meine Lieben, ich danke euch vielmals fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Gericht. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben, falls ihr es nicht kommentieren wollt oder so. Wenn ihr weitere Kochvideos haben wollt, bitte ein Däumchen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Und ansonsten war es das für heute. Macht's gut. Tschüss.